Hallo, lieber Löwe, und herzlich willkommen zu deinem Reading zur Sommersonnenwende. Mein Name ist Sirut Sabine und ich möchte jetzt mit dir in die Energie der Sommersonnenwende eintauchen, dein Sprung übers Feuer sozusagen. Um den 21.06. feiern wir den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Und es ist ein ganz besonderer Wendepunkt im Jahr, aber auch vielleicht sogar in deinem Leben. Und genau da möchte ich jetzt gerne mit dir hinschauen. Wir starten dann ja sozusagen mit der Sommersonnenwende auch in die sonnige, feurige Zeit. Dein Geburtstag steht dann bald an, zum Ende Juli, August hin. Aber diese Energie beginnt sich jetzt hier aufzubauen. Ich möchte jetzt mit dir, lieber Löwe, schauen, was liegt in der Vergangenheit mit zwei Karten? Was darfst du, möchtest du zurücklassen mit deinem Sprung übers Feuer hinein in das, was sich entfalten möchte, auch mit zwei Karten und dann zusätzlich noch mit dem Tarot? Und ja, um dir hier einen Impuls, einen Hinweis zu geben, wie du diese Sonnenkraft für dich nutzen kannst. Also, lieber Löwe, lass uns schauen und achte bitte auch darauf, dass du für dich gut hinspürst, wie sich diese Energie in deinem Leben ausdehnt, ob es zu deinen Themen passt, was da gerade bei dir aktuell ist. So, zwei Karten bitte hier für Löwe. Was darf zurückbleiben, was ja darf sich vielleicht klären, auflösen. Nee, zwei, das war jetzt reichlich. So, zwei Karten bitte für Löwe. Was darf zurückbleiben bei diesem Sprung übers Feuer? Die sind sehr aufgewühlt heute, die Karten, muss ich gerade sagen, oder zumindest hier jetzt bei dir. Vielleicht ist dein Leben gerade durcheinander gewirbelt. Vielleicht ist da gerade etwas, was sich verändern darf. Wir schauen uns das gleich an. Ich möchte bitte jetzt eine Botschaft für Löwe, für die Zukunft, für das, was ich stärken darf, für das, ja, was sich ausdehnen darf. Eine Karte bitte noch und dann schauen wir uns das Ganze an. Vielleicht darfst du auch, lieber Löwe, in dieser Sommersonnenwende-Zeit ein bisschen mehr durchatmen, bei dir ankommen. Die Karten sind, wie gesagt, hier sehr, sehr wild gewesen. Wir atmen mal gemeinsam, bevor wir uns jetzt die Unterseite anschauen und dann hier die einzelnen Energien. Wow, ja, das ist mal kein Wunder, dass die Karten hier wie wild durcheinander wirbeln. Wir haben den Turm. Vielleicht zeigt sich in dieser Zeit ein Turmmoment. Etwas Altes bricht zusammen, damit etwas Neues entstehen kann. Das ist ja genau auch diese Energie. Der Turm hat die Nummer 16 und in der Quersumme bekommen wir hier die Nummer 7, also die Bewegung, die Entscheidung, eine Zielsetzung, eine Richtung. Und bevor diese Richtung auftauchen kann, taucht hier dieser Turmmoment auf. Der muss nicht immer negativ sein. Es kann auch eine glückliche Fügung sein, die dich jetzt dazu ermutigt, deinen Sprung übers Feuer zu wagen. Also der Turm ist nicht zwangsläufig eine negative Begebenheit, wenn etwas zusammenbricht. Es kann genauso gut auch eine positive Veränderung sein, die sich mit dem Turm zeigt. Wir schauen mal, der Gehängte, ein Stillstand. Ja, und dann mit dem Turm ein Stillstand, der sich auflöst, der in Bewegung kommt. 10 der Stäbe.
vielleicht auch hier eine Erschöpfungsphase, vielleicht brauchst du Ruhe, vielleicht war aber auch lange Zeit etwas zu viel. Also der Gehängte spricht ja davon, dass hier eine Art Stillstand ist, dass hier in einer Situation ausgeharrt wurde. Und mit den 10 Stäben haben wir hier natürlich auch eine Anstrengung, eine belastende Situation. Aber schau dir die Bilder an. Zum einen hebt der Gehängte hier schon mal so ein bisschen seinen Kopf und sagt, oh, wo könnte es denn hingehen? Und zum anderen haben wir hier mit den Zähnen des Feuers eine Erinnerung daran, mach dir mal Gedanken darüber, wie diese Wintersonnenwende vonstatten geht. Die 13 Wünsche, die du ins Universum schickst. Wir haben hier genau den Gegenpol, die Sommersonnenwende. Du kannst auch hier 10 oder 13 Dinge beispielsweise loslassen, um deiner Vision, schau mal, zu folgen. Vielleicht brauchte es auch diese, ja, ich möchte schon sagen, lange Zeit, einer Belastung, einer Anstrengung, bis du dir hier wirklich klar geworden bist, wohin die Reise gehen darf. Vielleicht war auch hier eine Beziehung anstrengend, herausfordernd. Hier hat es nicht wirklich Bewegung gegeben, außer dass einer der beiden Parteien hier mehr getragen hat wie der andere. 2 Stäbe, 2 Kelche. Die Polarität, Dualität, aber insgeheim hast du hier schon quasi einen Stab festgemacht, hast den anderen zur Hand genommen und schaust auf deine Vision. Was war deine Vision? Vielleicht arbeitest du genau auf diese 2 Kelche hin, aber du siehst momentan den Wald vor lauter Bäumen nicht. So fühlt sich das an. Und jetzt darfst du den Sprung wagen. Jetzt darfst du deine Wünsche, deine Sehnsüchte in das Feuer hineingeben und mit deinem Sprung über das Feuer, durch das Feuer hindurch vielleicht transformieren sich die Anstrengungen, die Sehnsüchte, die Wünsche. Und es geht in neuem Tempo, in neuer Kraft auch weiter. Die 3 der Erde, das sind die 3 Münzen, das ist der göttliche Auftrag. Das ist aber auch die Zusammenarbeit, gemeinsam mit anderen etwas bewirken. Sich auf Augenhöhe zu begegnen, war vielleicht nicht immer möglich. Doch hier mit den 3 Münzen kommt eine neue Energie. Guck mal, und die 3 der Stäbe. Das finde ich jetzt sehr abgefahren, sehr spannend. 2 und 2, 3 und 3. Vielleicht begegnen dir Doppelzahlen in dieser Zeit. Aber wir haben hier direkt einen Fortschritt. Wir haben hier direkt eine Bewegung, einen nächsten Schritt. Und für dich kann es durchaus wichtig, wertvoll sein, lieber Löwe, diesen Sprung zu wagen. Vielleicht einen Absprung zu wagen aus einer Situation, die sich hier ja belastend anfühlt, in der Luft hängend anfühlt, unsicher vielleicht auch, um jetzt mit deinem Sprung neue Wege zu gehen. Die 3 der Erde, wie gesagt, die Zusammenarbeit, eine Entscheidung, wow, die Gerechtigkeit, die Justice, hier kommt etwas in Balance, auch wenn die 3 nicht unbedingt für Balance steht, also 3 kannst du nicht ausbalancieren, 2 da, 1 da ist immer, oder umgekehrt ist immer Disbalance, aber dennoch,
durch diese Zusammenarbeit kann sich hier wirklich etwas verändern, kann wirklich hier eine grundlegende Entscheidung getroffen werden für einen neuen Weg. Die drei des Feuers, die drei Stäbe, du bist bereit, jetzt deinen Part zu übernehmen, du bist aber auch bereit, jetzt zu empfangen. König der Münzen. Du bist bereit, jetzt aus deinen Erfahrungen, aus deinem Wissensschatz, aus dem, was du dir, ja, ich sag mal, erarbeitet, in Anführungsstrichen, weil vielleicht hast du dir nicht alles selbst erarbeitet, vielleicht sind es hier wirklich die Erfahrungen deines Lebens, die dir jetzt ermöglichen, neue Entscheidungen zu treffen, nämlich dein Leben nochmal neu zu gestalten. Ich nehme hier wirklich sehr stark eine Form von Neugestaltung, Neuausrichtung wahr. Hier war etwas im Gespräch vorgesehen, vielleicht hat sich hier auch etwas in der Vergangenheit entwickelt, aber doch nicht so mit so einem Wachstum und so einer Leidenschaft, dass es dich erfüllt hätte. Also 10 Stäbe und der Gehängte, das ist schon eine Nummer. Lange Zeit da, so viel zu tragen, eine Sehnsucht in dir, vielleicht die Sehnsucht danach, etwas zu verwirklichen. Du drehst auch hier diesen 2 Kelchen den Rücken zu, also vielleicht auch da die Sehnsucht, etwas neu zu gestalten, und du springst mutig über das Feuer und du sagst, ich arbeite jetzt vielleicht auch mit anderen gemeinsam mit den 3 Münzen. Hier habe ich ein gemeinsames Projekt. Hier möchte ich etwas aufbauen, was hier mein Fundament nochmal stärkt, aber auch die Erfahrung meines bisherigen Weges, die möchte ich hier einbringen. Es geht hier um Lebenserfahrung, es geht hier um solide Werte, es geht hier aber auch um Fülle, um Freundschaft, um Treue mit dem König der Münzen. Und oh, spannend! Was mir jetzt gerade noch reinkommt, ist, vielleicht gründest du hier auch eine GmbH. Es ist jetzt das Wort, was mir dazu einfällt. Vielleicht hier eine neue Arbeitsgemeinschaft. Etwas, was wirklich auch kreativ förderlich ist. Sehr spannend. Und wozu es vielleicht sogar auch hier eine Form von juristischem Wissen braucht. Das sind so die Impulse, die mir hier reinkommen. Und ich möchte jetzt abschließend noch eine Orakelkarte für dich springen lassen, um nochmal hinzuschauen, worum es hier geht. Ja, guck mal, trautes Heim. Das ist das bei dir ankommen. Das ist das sich in sich selbst zu Hause fühlen, dein inneres Licht aktivieren, das ist dein Fundament, das ist dein Ausgangspunkt, dein inneres Licht, auch hier mit dem König der Münzen, das Fundament, das innere Zuhause, aus dem heraus du neue Entscheidungen treffen kannst, ein inneres Zuhause, was dich hält und trägt und was dir auch immer wieder Ruhepausen einräumen kann. Also, mein lieber Löwe, wage den Sprung übers Feuer, lass sich das Alte transformieren, denn das, was hier kommt, das fühlt sich sehr, sehr vielversprechend an. Ich glaube, es ist hier eine neue Vision, die du in die Welt bringen darfst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, einen kraftvollen Sprung und alles, alles Liebe zu dir.